So, hallo und herzlich willkommen zurück hier in Bronze 2 und diesmal wieder mit dem einzig wahren Lutschkiesel, dem echten Rolli. Ja, hallo. Ja, diesmal mal Stimmt, das war nicht. der falsche Rolli. Diesmal mal nicht wieder unseren Goldspieler Rolli dabei. Der nichts kann. Och Mann, warum Wei? Ich wollte Wei spielen. Wei wird, irgendwie mittlerweile wird Wei echt nur noch gebannt. Das ist. Ich glaube, für Niederli gar nicht mehr, weil wir bei einem Blitzkrieg. Gut, Maren hat auch gesagt, dass Wei jetzt im nächsten Patch genervt wird. Ich hoffe Wird nicht trotzdem noch zu stark sehr. genug sein. Wird trotzdem noch stark genug sein. Weiß nicht, Wei ist stark. Auf jeden Fall. Erst als ich gerade das die Dingsfreak-Nachricht die mir geschickt hast. Ja, keine Ahnung. Also, ich gehe nicht schauen. Also, die müssen alles weggenommen. Panty und Warwick. Der hat aber auch nur Jungler gebannt, hä? Also mögliche Jungler. Wäre ja auch selber jungeln gehen. So, ja, Jinx, Graves, keine Ahnung. Ich will was in die Luft jagen. Spielen wir Jinx? Ja. Ja, wird schon. Die Jinx im letzten Game mit Marian war ja recht gut. Mal schauen, ob ich das auch so ähnlich hinbekomme. Ja, die sind top bei den Gegnern. Das heißt, du wirst jetzt top gehen, ne? Gegen Lee Sin. What? Pref ADC. I want ADC, but Kara play Jinx. Jetzt ist sie wieder Zeit, um was zu schreiben. Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, er hat zwar geschrieben, er soll Blitzbang. Er hat nicht geschrieben, dass er ADC will. Hat er nicht geschrieben. Punkt. Im Nachhinein hat er geschrieben: Oh, ich wollte aber ADC. Na Hey, gut. cool, ja, so ist wie against Nossus. Warte mal. Ah, ja, oh, Aber Bruder. ich gleich ich gleichzeitig aber auch stark genug. Ja, so ist What the aber f. Mitte. Wahrscheinlich. Ja, Lee Sin wird top sein. Na, ist egal. Return in the cave, please. Geschrieben. Mir ist Ach, egal, Red was vor. dich. Hä, warte mal, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Okay. Nee, alles okay. Hab's verstanden. Okay. Na gut, die sind nicht auf Top stärker, also strong against Nasus, aber man muss halt aufpassen. So, du kriegst es schon hin. Gut. Botlane Morgana ist natürlich böse. Und Ezreal hopst auch ziemlich viel rum. Das kann auch nervig werden. Aber wir werden sehen, wie das dann in-game laufen wird. Und dort sehen wir uns dann auch gleich wieder. Bis dann. Ja, das habt ihr zusammen viel. So, genau, und da sind wir wieder. Dafür haben wir zweimal Heal, genau. Wir haben gerade über die Summoner Spells gesprochen, denn wir haben dreimal Heal im Team. Und die haben auf der Botlane Ignite statt Exhaust, also gar kein Exhaust auf der Botlane. So. Pay attention. Thresh. Oder ne, das schreiben wir anders.
Care. Thrash. Say. Have. Ignite. Gut. User joined your channel. Hallo und herzlich willkommen in der Aufnahme, Finn. Ihr seid schon wieder nicht im Aufnahme-Channel. Seid ihr selber schuld. Ich habe übrigens gerade geraten, dass du Finn bist, ne? Was nehmt ihr denn gerade auf? Wahrscheinlich LOL, ja. Ja. Hallo liebe LOL-Fans, hallo! Viel Spaß noch. Unser Heil-Elo-Mann hier. Geht bitte nächstes Mal in einen Aufnahme-Channel oder schreibt hinter euren Channel Aufnahme. Danke. Ja. User left your channel. Haben wir gerade von einem der Server-Admins auf den Teamspeak Eier bekommen? Ja, genau. So kann man es auch ausdrücken. Ach ja. Oh mein. Push-Up-Schutz ist ein bisschen verrutscht, so. Jetzt ist der wieder normal. Oh, gleich ein ganz anderes Gefühl. Jetzt sehe ich meinen Schreibtisch. Ich muss meinen Schreibtisch aufräumen. Der Rengel geht mir schon auf die Eier, muss ich sagen. Was zur Hölle? So, ich versuche mal zu farmen. Wow. Den Normal Hit wollte ich nicht machen. Ich habe den Farm bekommen. Irgendwie, du spielst anscheinend Thrash wirklich mit dem... mit dem Dingens-Item, mit dem Schild. Schön vorsichtig farmen. Und wie läuft's bei dir? Kannst du einigermaßen farmen? Oh, du hast gleich Besuch oben bekommen. Ein bisschen noch, muss ich sagen. Okay. Was jetzt so unnötig ist, dass ich schon da oben verwandt. So, den großen so. Minion gerade verpasst. Gerade auf den Thresh. So, ich will unbedingt gegen Ränger gewinnen, aber wer immer so scheiße. Sollte die so scheiße in den Chat schreiben, der von Lenz sich gewinnen. Ach, wenn mein Farm gerade ein bisschen grottig ist. Oh, Thresh. Ach, was spielt der? Er spielt normal auf Angriff. Okay. Lebensraub. Der Thresh ist so schlecht gerade gewesen, ey. Also, naja, so schlecht nicht. Aber der hat diesen Stun von der Morgana nicht gedodged. Und den ist voll reingelaufen. Also, was heißt nicht gedodged? Er hätte ihn nicht getroffen. Er ist voll reingelaufen. Und das war nicht mal irgendwie gut, so dass du sagst, okay, wenn ich dodgen würde, würde ich in diese Richtung laufen. Nein, das war gegen die Laufrichtung. Hallo. Alter, die drücken aber auch ein Damage. Gibt's nicht. Tolle Tränke. Oh Mann, ey, dieser Hook so schlecht. Also der... das war gerade wirklich ein Hook. Der war richtig für den Arsch.
Und dieser Troll, Alter, der trollt uns übelst. Lalalala. Alter, was ist das für ein Troll? Also der hat uns gerade wirklich getrollt oder wollte uns trollen. Der Esel, glaube ich, das kann nicht serious Gameplay gewesen sein. Ach ja. Gut, ich kann auch weggehen. Das werde ich mal gleich tun. Und kaufe mir ein Riesenschwert. Und 3 Heiltränke. So. Zurück Richtung Botlane. Oh, der Ezreal ist noch Stufe 4, Mensch. Ich bin schon fast Stufe 6. Ich bin schon Stufe 6. Aber Farm tut da ganz gut. Gut. Okay. Was? Red ADC? Wenn ich das irgendwo anders der sehen würde, würde ich glaube ich einfach mal versuchen rein zu gehen und 1-1 gegen Ringer zu machen. Verdammt, Lisa. LOL. Ich kann nicht schreiben. Jo, ich weiß. Aber der Tower gehört mir. Okay, also jetzt gerade eben hat die Morgana wirklich gefeedet und ich habe einen Blue Buff bekommen. Alter, ich komme vor allem mit dem Blue Buff, kommst du mit Jinx echt nicht auf Low Mana. Das geht nicht. Du kannst mit Jinx die ganze Zeit deine Fähigkeiten spammen und verlierst einfach keinen Mana. So, mein Handy mal ein bisschen aus Vibrationsdingens legen. Diese Morgana! Alter, einfach den Stun gedodged und ihr ein paar Normal Hits gegeben und sie hat mir keinen einzigen Damage gemacht. Panic Flash von mir.
Okay. Okay, da ist Lee. Good job. Nee, hat gerade Tandler das einfach super gespielt. Mann, ist jetzt ganz lieb, dass du weiter oben bleiben willst, aber ich gehe mit runter. Ich werde euch unterstützen, ich werde das Multi ein bisschen mit unterstützen. Aber der Ezreal drückt trotzdem einen übelsten Schaden, das geht gar nicht. Natürlich auch nice. Wir haben Jinx-Ulti und Xerath-Ulti. Also theoretisch ein übelstes Finisher-Potenzial. Egal, ich muss den Top-Top-Effekt gehen lassen. Hauptsache wir haben. Nein, nicht mich tanken lassen. Bam! Bam, sage ich dazu nur. Bam! 4-0. Ah, jetzt müssen wir nur aufpassen mit dem Drake. Es kann sein, dass sie den jetzt machen. Mhm. Gut, aber ich habe Infinity Edge. Noch haben sie nicht. Nice. Einfach reingebissen. Trundle geht hin, beißt einmal rein. Ich habe versucht, irgendwie das Fokus auf mich zu richten. Ja, nee, das kannst du nicht. Du kannst nur... Du kannst nur einen Champion angreifen, der drunter steht, um sowas zu machen. Und da war keiner.
Aber wir tänzeln gerade so um den Drachen drumrum. Ja, müssen wir einfach mal machen. Ich gehe zu Renga. Ich traue euch die Teamfahrt ohne mich zu. So. Die kratzen halt gerade ganz schön am Tower. Ringer kommt zu euch. Zu viel Switch und das ist das Problem. Ich bin auch gerade übelst ruhig, weil das gerade eine übelst anstrengende Partie ist. Boah, meine Maus hat sich vollgehangen. Hier niemand noch. Jetzt wieder. Damn it. Oh, der bekommt jetzt den Bot Tower. Nichts machen. Und trotzdem danke sehr auf die Hilfe. Ich muss jetzt einfach mal auf meiner Leben bleiben. Ich muss ein bisschen farmen, auch wenn ich euch vielleicht jetzt ein bisschen vernachlässige. Nee, klar. Ich versuche ja auch im Moment noch ein bisschen Botlane zu bleiben. Aber mir ist ja ein Unterschied. Ich mache da noch mehr Schaden, wenn ich ein bisschen was noch gefarmt habe. Hier den Tower. Naja, ich auch. Wenn ich Minions kille, kriege ich Gold. Aber mir sind jetzt ja die Stacks. Ich habe fast keine Stacks. Also ich habe 126, das ist nix. Ich könnte hier schon 300er haben. Aber ich vertraue euch einfach. Ein zweiten Jahr noch. Das müsste. So ein kleines bisschen Schaden konnte ich auf den Tower machen. Ah, jetzt ist. Jetzt bin ich hier wieder einer gegen zwei auf der Botlane. Der Rengar eigentlich viel Leben oder ist der fast tot? Ne, der hat noch Leben. Okay. Lissin hat wenig Leben. Also wenn du irgendwen hast mit wenig Leben, dann am besten mir sagen. Weil dann kann ich versuchen, meine Ulti drauf zu schießen. Mir ist das von da noch hier so, Mann. Da spricht er. Aufpassen, wenn die sind. Ja. Puh, das war knapp. Das war knapp. Ich gehe jetzt sehr riskant mit auf den Drake. Übelst wenig Leben. Gut.
Ich hab mir gerade Hans hat in der Aufnahme. Ja. Aber so gesehen, was ich gerade getan habe. Ich bin jetzt so ganz durchgepusht. Ich habe mich hochteleportiert und einfach den zweiten Tower gemacht. Nice. Gut. Das. So. Und nochmal zwei Healpots. Jetzt sollte das besser gehen. Sollte ich auch ein bisschen Lebensraub haben. Ich will unbedingt den Bot Tower haben. Nee, ich geh top. Es geht, dass ihr mal wieder ein bisschen rotiert. Ich schau jetzt auch mal mit Richtung Mitte. Gerade. Okay, ich muss dann später Hans anstupsen, also kein Problem. Achtung, da ist ja genau Lee Sin. Wir kommen. Okay. Es ist schon nicht gelaufen, wenn einfach eine DC kommt und dir den Fahr wegnimmt. Tut mir leid. Wir wollten dir nur helfen. Ja, ne, ist schon gut. Ich bin da. Wenn du plötzlich deine Kurve für das drauf haust und das dann weg ist. So, jetzt reicht es mir jetzt. Mach ich den Move, den ich eigentlich nie machen würde. Achtung, also wir sind, Lee Sin ist nach rechts. Dingens ist Botlane. Rengar. Ich geh Botlane. Oder ne, scheiß drauf, den Tower kriegen wir kann ich eh nicht dafür hingehen. Nicht das rausgekommen, was ich mir erhofft habe. Ich dachte, wir kriegen den Tower. Boah, das ist scheiß Spotify. Warum auch immer Rengar Botlane abgebrochen hat. Alter, mein Flash hat voll verkackt. Dammit. Warum bin ich auf Zerr dritten? Fuck. Oh, nice Hook. Oh, schade. Jetzt kommt der Heal. Fliegt zu langsam. Schade. Ich dachte gerade. So. Wir brauchen Tower. Oh, deine Toplane pusht gut. Aber musst du dich jetzt nicht in TP in das eh. Dürfen das eh. Aber ich weiß schon, wie es ist, dass damit was gepusht wird und so. Nee, das ist schon ziemlich nice. Also immerhin die eine. Wie geht's dem Ezreal eigentlich? 3-2 steht der. Warte, ich sag gleich was echt Cooles. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen hochpokern. Ne, okay, habe ich zu hoch gepokert.
Wo ist der verdammte Ringreiter? Hier, bei mir. Alles klar. Ja, so. Ja, wir müssen. Ich jetzt einfach den ganzen Farm da oben. Fahr mich nach, damit ich stärker sehe, was du vor. Dann komme ich zu euch. Lauf dir das da unten? Boah, schade. So, ich geh back. Und ja, so habe ich auch fertig gemacht. Aber ich habe am Anfang gar nicht bemerkt, dass er die Ulti auf mich gemacht hat. Ich schaue bei euch runter und denke so, irgendwas ist da gerade. Irgendwas passiert da gerade. Dann wird sich so euch und bam. Rengar kann gegen Rengar keine Hits machen. Was? Alter, okay, das war's gut gespielt von Rengar. Ich bin auch beim Tod. Gut. Zwei weniger. Die waren gerade ein bisschen sehr retarded. Das Problem ist, ich glaube, die geben noch nicht auf. Gut. Scheint doch. Wir sollten mal den mittleren Tower bekommen, das fände ich recht nice. Ich komme wieder runter, ich will nur gerade meine Lane wieder zum Pushen bringen. Jo, klar. So. Lol, und du kommst und kriegst den Kill. Okay, ich bin ein Loop, wo du mir gerade gesagt hast, ist auch nass. Bam, bam, shut you down, bang, bang, you hit the ground. Das war der Tower, den ich haben wollte, unbedingt. Wir können weiter pushen. Wenn der hier reingeht, ist der tot in die Ulti. Okay, sollte tot sein, aber... Back, 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 back. Ich
geh Botlane. Geordneter Rückzug, sagte ich. Oh, oh nein, nicht mein Tower. Alter, so geil. Du hast eine übelste Meute und du machst halt deine Q an mit Jinx. Machst drei Schüsse rein und hast einfach mal, keine Ahnung, 20 Minions getötet oder so. Listen. Oh, und noch mehr. Oh, oh. Aber auch schlechter. Ja, keine Chance. Schlechtes Positioning vom Thresh. Allerdings hat er uns damit gerettet mit seinem Positioning. Also kann sogar gewollt sein. Sniped! Gut, dann kann ich mich auf dich verlassen und... Was? Den holst du dir auch noch. Krieg ich nicht. Ich hätte dich... Ich werde jetzt nie rein, weil ich hätte nicht gewusst, dass du neben mir bist. Man weiß halt auch, welchen Leuten man vertrauen kann und welche nicht. Nein, du kriegst mich nicht, Ezreal. Lass das nicht zu. Dann lasse ich mich lieber vom Ignite killen, ey. Damn Ignite, ey. So, 4,6k Gold, Leute. Was kaufen wir uns denn heute so Schönes? Das kannst du mit 2K abgeben, wenn es gibt. Tja, kaufe ich mir jetzt Static oder kaufe ich mir Phantom Dancer? Nee, ich bleib bei Static. Und ein Last Whisper. Dann brauche ich jetzt nur noch ein Death-Item. Als nächstes und dann bin ich Full Build. Alter, die Runde ist richtig nice irgendwie. Aber noch überhaupt noch nicht entschieden. Nein. Ich muss in den Teamfights dabei sein und die richtigen Leute kriegen. Dann können wir das easy gewinnen. Nein, ich weiß nicht gerade, ob ich überlege mir noch ein Damage-Item zu kaufen. Weiß ich noch nicht mal voll auf Tank. Ja. Aber ich weiß nicht, was hier. Ich wollte jetzt gerade richtig schlechter hin. Teamfight. Ich war noch nicht da. Ich war fast da, ne? Ja. Und ihr fangt den Drachen an und... Ich war halt mittendrin. Was soll ich machen? Jo, diesen Tower in der Mitte werde ich wohl kaum deffen können. Das wird äußerst schwierig. Nee, vom Jungler. Der hätte es wenigstens smiten können irgendwie. Aber leider plötzlich weg. Zu krasser Damage. Aber hast du die Crits an dem Esel gesehen? Alter, hat der überhaupt gerade von seinen drei Schüssen einen getroffen, der Xerath? Einen. Der Top. Rengar macht normalen Schaden, hauptsächlich kaufen Rüstung. Oder ein Schutzengel mal wieder, habe ich lange nicht mehr gemacht. Schutzengel, bitte. Das ist schon was man nicht selten muss. Ja.
Ja, in diesen Situationen trifft der Thresh echt geniale Hooks. Mittlerweile sind wir übrigens von den Türmen weiter vorne, objektivmäßig meine ich jetzt. Was gut ist, Kills mäßig knapp vorne und Dragon auch knapp vorne, haben wir einen mehr. Also müssen aufpassen. Wir haben im Moment noch leicht die Oberhand. Das Thema ist, irgendwo gerade der Ranger ist mit seiner Ulti und irgendwo uns gerade irgendwann von uns ficken will. Ja. Alter, dieser Damage! Dieser Damage! This damage is real! Und da ist Rengar, genau. Xerath macht doch übelst wenig Damage, ey. Trotzdem, naja. 2 für 3, aber einen Tower bekommen. Also Das ist das halbwegs. war nicht so gut. Nee, ich spiele auch gerade nicht gut. Das gebe ich zu. Ich Wie kann nicht spielst so du gut denn spielen. 3-7? Naja, das Problem ist halt gerade, der Rengar hat ein sehr hohes Potenzial, dass der mich fokussen kann, einfach dadurch, dass er einfach mit seiner Ulti und so, ne? Was macht der Xerath? Du musst deffen, ey. Gut, egal, bin auch da. Ich kaufe mir mal Homeguard. Mir ist gerade danach. Warum ist wieder Ende? Ich bin ja gleich Level 18 auch. Das heißt, dann gebe ich ja nochmal mehr Gas. Lol. Jetzt macht der Baron. Okay, dafür war das war jetzt Schaden. Das war jetzt Schaden, ja. Ohne Ich glaube, mich. ich von Xerath und von dir. Ich war der Anwesende nur. Nee, ich hab keinen Schaden gemacht. Dann war es nur der Xerath. Der Trunnel war, glaube ich, gar nicht da und Ich ich habe hab nicht keinen mal eine Assist Schaden drauf bekommen. gemacht. Aber wenn Rengar nicht da ist, ist das richtig nice für mich. Ich bin auch dann viel entspannter, muss ich sagen. Weil das ist ja sehr gefährlich und das spielt doch nicht so schlecht. Man hat mich gerade. Ja. Oh, die Ulti, die B war schlecht von mir gesetzt gerade. Ich kann einfach nicht tanken genug. Der ist schon wieder da? Helft mir doch mal, Xerath, Mann, mach dein. Genau, mach Sonyas und lass mich mit dem alleine und stirb danach vor allem auch noch. Das hat's richtig gebracht, dein Sonyas gerade. Ah. Jetzt pusht ihr durch. Jo. Wenn wir Pech haben, war's das jetzt. Die können finishen. Und selbst wenn nicht, haben die jetzt einen übelsten Vorteil. Weil die halt einfach zwei Inhibs bekommen. Top Lane deffen.
Alter Xerath. Ne, die machen keinen Bayern im Moment. Wenn der mir jetzt den Farm wegnimmt, das ist echt so ein Faggot. Ja, danke. Bin ich noch der durch die Stacks lebt. Yo, sure, genau, du bist gestunt, aber kannst trotzdem alles machen. Also nicht gestunt, aber in meinen Fallen. Läuft bei dir. So. Alter. So, jetzt habe ich... Ah. Es sind nur zwei tot, ne? Lee Sin, Ezreal und Yasuo leben noch. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay. Heute, das schaffen wir nicht. Dann lebt der Jungler noch. Aber Rengar ist tot, das ist ziemlich nice. Ich komme nicht rechtzeitig mehr zu euch, ne? Ab, Leute. Haben die Baron bekommen? Ich weiß jetzt, was wir noch machen. Keiner. Noch keiner Baron, lol. Ich raff grad die Aktion nicht. Achtung, Rengar. Was war das für eine Aktion von meinem Team? Trundle reported. Das ist von alle da, plötzlich von alle weg. Ich stand kurz alleine da. Ja, entweder ihr macht das zu Ende, aber alle beim Baron. Ihr hättet den Baron locker machen können. Oder ihr geht alle weg. Und lässt den resetten. Also, ja, aber weißt du, wie ich mir jetzt gerade... Im Grunde ist ganz keiner weggegangen. Keiner war da. Ich war total überfordert mit der Situation gerade. Das Team. Trundle, kommst du bitte? Kann ich dir nicht folgen? Ich weiß. Oder will er das jetzt darum erzählen, zu Ende push oder so? Wo hier noch alle da sind von denen. Doch, ich erlebe da mal auf andere, also in Games. Ich glaube nicht, dass er das meinte. Ich glaube, er meinte, wir sollen uns zu viert gruppieren und das pushen. Ich hab's geglaubt, du hast die Aktion schon gebraucht. So. Ja, danke, weil ich euch ja helfen musste, Idioten. Oh, ja, egal.
habe ich meine Lane alleine gewonnen, also ich will nicht sagen, aber. Scheiße, das sind diese schon. Der Jungler hat's richtig verkackt. Wenn wir das verlieren, dann hat's der Jungler gestrode. Und zwar nicht, weil er feedet, sondern weil er die Objective so vergeben hat. Der Baron, der tat uns richtig weh. Der eine Drake war auch unnötig. Komm, Mitte, alle Mitte, alle Mitte. Wir müssen das jetzt beenden. Wenn wir das jetzt nicht beenden, dann haben wir verloren. Swash bleibt auch lieber zurück. Ja, okay, da hat die DC, okay. Kann man machen. Gut, GG, GG, GG. Der Jungler hat es nicht verdient zu gewinnen. Ich muss den Jungler trotzdem reporten, sorry. Ja, mache ich auch. Fakt. Der hat das fast gestrode, das Game. Ich war richtig gefeedet. Das war wirklich mal eine der seltenen Situationen, dass du als AD Carry so gefeedet bist, dass du die Chance hast, ein Game zu carryen. Und sicherlich, ein AD Carry alleine kann trotzdem das Game nicht carryen. Sieht man auch, weil ich bin trotzdem, auch wenn ich einen übelsten Damage-Output habe, wenn die Gegner mich richtig fokussen und das ihnen gelingt, das heißt, unsere Tanks trotzdem mich nicht schaffen zu verteidigen, dann verlieren wir, weil ich sterbe und ich die größte Damage-Quelle in meinem Team bin. Das haben wir dieses Mal geschafft. Ich war so gefeedet und meine Tanks, unter anderem du, Roman, habt gute Arbeit geleistet vorne. Die Gegner waren nicht überragend gut, muss man noch dazu sagen. War halt Bronze. Aber die Tanks haben gut genug Arbeit geleistet, dass ich von hinten aus sicherer Entfernung mit Jinx den Damage machen konnte. Und das ist halt Jinx Stärke, aus sicherer Entfernung Damage machen. Und dadurch haben wir dieses Spiel gewonnen. Was nicht so gut gelaufen ist, du weißt es ja noch gar nicht, ich mache das jetzt, also Thomas wollte das ja so, ich mache das jetzt immer am Ende vom Game nochmal eine etwas ausführlichere Zusammenfassung. Ich mache das nicht als extra Video. Ach so. Und was jetzt nicht so gut gelaufen ist, ist die Sache mit dem Baron, die war richtig verkackt, wobei ich daran jetzt nicht dabei war. Ich hätte eventuell sofort, nachdem ich respawned bin, zum Baron laufen können, aber ich glaube nicht, dass es das gebracht hätte, weil so schnell wäre ich nicht gewesen. Ja, was war sonst noch? Am Anfang war es ein bisschen hakelig in der Laning-Phase und sowas. Der Ezreal hat ziemlich viel Schaden gedrückt. Trotzdem haben wir, also wir haben Laning-Phase nicht überragend gewonnen, aber wir, ja doch, haben halt den Ezreal klein genug gehalten. Ich hatte ein paar Kills und ja, würde sagen, war eine ganz gute Runde. Mal gezeigt, wie man mit einem ADC halt wirklich AD carryen kann. Und ich freue mich, dass wir unserem Ziel Bronze 1 zumindest ein Stückchen näher gekommen sind. Ja, ich bin 16 Punkte näher gekommen. Jo. Hast du noch was zu sagen zur Auswertung, was bei dir ja, gut war? Ja, ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass der Ringer nicht gewonnen hat, weil das war so ein arrogantes Süd. Das stimmt. Da war ich froh. Ich habe nicht gut gefarmt. Das lag aber auch zum Teil daran, ich müsste sehr früh schon anfangen, Lanes zu switchen, weil es wirklich krass war, wo überall was los war. Und ich hätte die Top-Lane habe ich natürlich eiskalt gewonnen aus meiner Sicht. Ich habe zwei Tower schnell down bekommen eigentlich. Ja. Und habe nur einen Tower verloren. Am Ende glaube ich sogar beide, aber das ist ja egal. Ja, am Ende dann halt, ja, da ist eh nicht. Und ich habe sehr oft die Gegner damit auch zurückhalten können, indem sie einfach den
Top-Farm weggemacht haben. Genau. Gerade auch am Ende jetzt. Ich glaube, der Ezreal war Botlane und hat da gedefft. Und deswegen haben die den letzten Teamfight gewonnen. Verloren, meine ich. Und wir haben den gewonnen. Mhm. Gerade apropos Rengar, genau da sind auch noch meine Fehler gewesen. Die größten Fehler, die ich gemacht habe, waren gegen Rengar. Ich habe mich vor allem, wo ich das erste Mal mit Rengar zusammengestoßen bin, habe ich mich extremst unterschätzt. Ich hätte sofort backgehen sollen. Das war richtig dumm von mir. Ich bin gestorben in dieser Situation. Du hast überschätzt. Weil ich das 1 gegen 1 mit Rengar riskiert habe. Oh. Und eine Sache kann ich auch noch ansprechen. Schaut mal mittendrin im Part, wenn ich es bemerkt habe. Irgendwo hat der Lee Sin easy geschrieben, wie sie den Baron und alles hatten. Ja, ja. Ich kann euch nur einen Rat geben. Erstmal schreibt sowas nicht. Und zweitens, wenn ihr verliert, mit Recht. Da habe ich ja angefangen zu tryharden ab dem Schreibt Moment. Sowas auch nicht aus Spaß und nicht ernst gemeint. Es nervt einfach nur. Es nervt also einfach. Ingenne ist dadurch beleidigt. Also. So. Und zum Ende bekommen wir noch Besuch. Hallo Hans. Ich dachte, ihr seid fertig. Nein, wir sind so gut wie fertig. Ich bin gerade in der Spielanalyse sozusagen. Also wir sind gerade okay, es war ein geiles Spiel. Die Noobs haben verloren, die Bros haben gewonnen. Nee, es war ein hartes Spiel. Es war wirklich mal ein richtig hartes Spiel, was richtig lange gleich verteilt war. Die haben das fast gewonnen, aber wir haben es am Ende noch gerissen. Aber wenn ich jetzt die Kurzfassung haben wollte, dann stimmt das genau. Ja. Wir haben es leider verteilt. Die Noobs haben durch Glück gewonnen und die Bros haben leider verloren. Nee, sehr, sehr enttäuschend. Es war sehr viel Glück mit dabei. Und ich verabschiede mich von euch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und damit auf Wiederhören. Ciao. Ja, ciao.